Bei zwei Selbstmordanschlägen in Bagdad sind mindestens 26 Menschen getötet worden. 90 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Gesundheitsdirektor für den Ostteil der irakischen Hauptstadt. Laut Einsatzkommando sprengten sich die beiden Selbstmordattentäter auf einem Platz im Zentrum von Bagdad in die Luft. Dort versammeln sich morgens Tagelöhner, die auf Arbeit warten. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die meisten derartigen Anschläge im Irak gehen jedoch auf das Konto der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.